Roulette in Salzkruste. Hallo zusammen, wir machen heute zusammen ein Boulet in der Salzkruste. Für das heizt ihr zuallererst den Backofen auf 250 Grad, Ober- und Unterhitze vor. Dann nehmen wir das Boulet. Ich tue gerne noch ein bisschen Kräutchen rein. Ich habe hier ein bisschen Thymian und Rosmarin aus dem Garten, je ein, zwei Zwiebeln und stopfe das ins Boulet. Und dann tun wir es nur leicht mit Pfeffer. Die, die es gerne etwas würziger haben, können natürlich auch stark mit Pfeffer einreiben. Nachher stellen wir das Boulet schnell auf die Seite. Dann brauchen wir je nach Größe von unserem Boulet zwischen 4 und 5 Kilo grobes Meersalz. Dann das in eine Schüssel. Wer nicht so eine grosse Schüssel hat, macht es wie ich. Ich mache sie in zwei Teile. Ich mache hier 2,5 Kilo grobes Meersalz rein. Dann tun wir ein bisschen Wasser rein. Vorsichtig. Nicht übertreiben. Vielleicht etwa eine Dezi auf 2,5 Kilo. Und dann das Ganze vermischen. Das hilft uns nachher, dass es schön dicht macht. Dann nehmen wir ein Backblech. Sauber, aber es darf auch eingebrannte Stellen haben. Es muss nicht das Neueste sein. Und geben ein bisschen von unserem Salz auf den Boden. Drücken es gut an. Es muss ein bisschen grösser sein, als der Durchmesser von unserem Boulet. Dann legen wir unser Boulet auf Salz und bedecken mit dem Rest des Salz das ganze Boulet. Ich muss jetzt nachher noch mal ein bisschen anrühren, weil eben, wie gesagt, ich tue immer nur 2,5 Kilo auf 2,5 Kilo. Das muss jetzt wirklich richtig dicht verschlossen sein, darum brauchen wir auch sehr viel Salz. Dann drücken wir wirklich gut andrücken, unseren Salzberg. Dass wir keine Luftlöcher haben. Sonst entweicht der Dampf. Dann haben wir nicht das gleiche Ergebnis. Dann, wenn alles schön dicht ist, schieben wir sie in den Ofen und lassen es für 1,5 Stunden lang drinnen. Nach 1,5 Stunden im Ofen ist unser Boulet gut. Jetzt ist die Salzkruste schön hart. Im Kitchen nehmen wir jetzt einen Fleischhammer. Oder irgendetwas Spitziges, das wir gleich draufhämmern können, zum Salz vom Boulet lösen. Und dann kommt langsam unser Boulet zum Vorschein. Schade, dass ihr es nicht schmecken könnt. Die dürfte sie natürlich irrsinnig, wenn sie in der Salzkruste drin ist. Ich wünsche einen guten Zusammenhang.